Markus, du hast unser Auto schon fahrtüchtig gemacht für heute. Richtig, denn heute führt uns unser Weg nach St. Wolfgang im Salzkammergut an den wunderschönen Wolfgangsee und wir tauchen ein in die Geschichte des Weißen Rössels. Das heißt, alle Peter-Alexander-Fans werden uns lieben. Hundertprozentig. Auto ist aufgeladen. Wir können starten und lassen uns vom Auto rausfahren diesmal. Wir lassen uns rausfahren? Lass dich überraschen. Was Markus damit gemeint hat, ist schnell demonstriert. Ich habe gesagt, wir lassen uns vom Auto rausfahren, Hände weg und das Auto fährt mit uns hinaus. Lenkt von alleine, macht alles von alleine, siehst du das? Ist doch richtig cool, oder? Bitte lenken, übernehmen und Aufmerksamkeit auf den Verkehr richten. Schau, Markus. Ja, wir machen es trotzdem alleine. Schon. Das wird aber nicht die einzige Überraschung sein. Ich habe es befürchtet. Zuerst einmal, wir brauchen ein anderes Outfit. Perfekt. Passt, oder? Ja. Die ganze Welt ist himmelblau. Und schon tauchen wir ein in die romantische Welt des Weißen Rössels. Die österreichisch-deutsche Filmkomödie Im Weißen Rössel basiert auf der gleichnamigen Operette und wurde unter anderem hier am Wolfgangsee gedreht. Markus darf die Handlung heute gleich hautnah miterleben. 1, 2, 3. Ja, hallo, grüß euch. Ja, hallo Markus. Also ihr müsst die Überraschung sein, die Elisabeth für mich vorbereitet hat. Ganz genau, die sind wir. Was macht sie ganz genau? Wir sind der Musicalverein Die Musen und proben hier für das Stück Im Weißen Rössel am Wolfgangsee. Wie oft probt sie da so? Einmal in der Woche, jeden Sonntag proben wir eigentlich das ganze Jahr und haben dann einmal im Jahr eine große Musical-Aufführung. Weißes Rössel am Wolfgangsee, ein Mythos auch hier in St. Wolfgang. Um was geht es da ganz genau? Absolut, das ist ja ein Stück, das hier am Wolfgangsee auch entstanden ist. Schon vor fast 100 Jahren ist das geschrieben worden und persifliert so ein bisschen dieses Verhältnis zwischen den Berliner Touristen und der schönen Idylle hier am Wolfgangsee. Und wir machen dann gleich eine große Aufführung, eine Weltpremiere quasi hier am Natürlich, Schiff. Natürlich, hier am Schiff. Und ich darf mit euch mittrainieren? Auf jeden Fall. Und da haben wir auch schon die richtige Tanzpartnerin für dich. Du, ich hoffe, ich muss nicht singen. Singen musst du natürlich auch. Ich meine, das ist ein Musical. Es wird gesungen und getanzt natürlich. Aber was ist mit dem Drehwurm? Aber du kannst jetzt mal aufhören zum Drehen, weil Walzer allein reicht uns nicht, sondern wir haben natürlich da auch eine Choreografie. Okay, also wichtig ist, Walzer mit rechts anfangen, die Dame links rückwärts und dann drehen wir die Dame nach außen. 1, 2, 3 und die Dame jetzt ausdrehen, unterm Arm ausdrehen, unterm Markus. So wird das nichts. Unterm Arm ausdrehen, die Dame. Also jetzt nochmal. Und 1, 2, 3, 1, ja, sehr schön. Und auseinander, zueinander, auseinander und wieder zurückdrehen. Perfekt. Zweite wichtige Geschichte ist, wir haben eine schöne Pose drinnen, die sich dann wieder aufrichtet und dieses Fleckerl. In der ganzen Tanzbewegung ist es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schlüssel. Aber recht langsam hoffentlich, oder? Es ist nicht ganz so langsam, also ungefähr so schnell, wie ich es jetzt gemacht habe. Okay. Also man muss schon ein bisschen zügig sein und man hat ja auch noch die Dame mit dabei. Also probiert es das gleich mal. Also von der Pose weg, oder? Von der Pose weg. Wie war die nochmal? Wir fangen an, Pose, die Dame nach rechts reinlassen, genau. Während Markus das Tanzbein schwingt, genieße ich die Umgebung des Filmschauplatzes. Dann besuche ich das namensgebende Hotel, das originale Weiße Rössel. Hier werden seit über 500 Jahren Gäste untergebracht. Gudrun Peter führt das Hotel mittlerweile in der 5. Generation. Sie kennt die Geschichte rund um den Film und die Drehorte noch aus Erzählungen von ihrer Großmutter. Gott sei Dank hat meine Großmutter damals beschlossen, nicht ein Operettenmuseum daraus zu machen, sondern Wirtin zu bleiben. Und deswegen dürfen wir das nach wie vor machen. Die Basis des Ganzen ist das Lustspiel vom Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann kam die Operette 1930. Das sind die zwei Dinge, die eigentlich international für Bekanntheit gesorgt haben. Die Filme wurden nie übersetzt. Das heißt, die kennt man in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz vielleicht noch. Aber darüber hinaus kennt man sie nicht, darüber hinaus kennt man auch Peter Alexander kaum. Es ist natürlich für die Österreicher und für die Deutschen ist das ein Riesenthema. Und da kennt man es natürlich, deswegen steht er ja auch hier. Welche Szene ist jetzt Ihre Lieblingsszene im Film? Ich würde als Soufflöse durchgehen, glaube ich. Wir haben ihn als Kinder nachgespielt, aber es gibt sehr viele Szenen, die wirklich lustig sind. Ich finde alle Szenen, wo man halt schön die alten Aufnahmen von St. Wolfgang sieht, das finde ich besonders spannend. Logischerweise, weil es heute am interessantesten ist, weil es ein Zeitzeugnis ist. Wo sind jetzt überall die Aufnahmen gemacht worden zu dem Film? Ja, es wurde hier gedreht, es wurde in Bad Ischl gedreht. Dort haben sie dann sehr viele Szenen von den Innenaufnahmen gedreht. Die Außenaufnahmen wurden hier gemacht, wobei dieser Eingang hier immer schon
der Lieferanteneingang war und der wurde einfach kurzerhand mit einem schwarzen Tuch zum Haupteingang vergrößert. Okay. Und hier der Steg wurde kurzerhand zum offiziellen Schiffsanlegestelle-Steg umfunktioniert. Der wurde nochmal aufgebaut und als dann der Helikopter gelandet ist und die Bäume aber doch dann ihre Blätter verloren haben, mussten die Statisten mit Reisnägel die Blätter wieder anpinnen. Ihre Familie führt jetzt seit 5 Generationen das Hotel. Inwiefern glauben Sie, dass zum Beispiel die Waltraud Haas sich von ihrer Großmutter etwas abgeschaut hat für die Rolle? Waltraud Haas hat sich einiges von meiner Großmutter abgeschaut, weil sie sich immer sehr intensiv auf ihre Rollen und sehr gründlich auf ihre Rollen vorbereitet hat. Und wenn man sich den Tonfall von Waltraud Haas, den man in anderen Filmen nicht hört, anhört, dann weiß man schon, woher der kommen könnte. Das heißt, als Wirtin braucht man einen gewissen Tonfall? Oder hat Ihre Großmutter Meine Großmutter hatte ihn auf jeden Fall. Hat Ihre Großmutter eigentlich gesungen? Selber? Also keine musikalische Familie? Nein, wir brauchen ganz andere Talente. Markus beweist heute auch gleich mehrere Talente. Genau, Achtung und aufstehen und jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, schließen. Perfekt. So wird es was. Aber, was haben wir vorher noch gesagt? Es muss auch gesungen werden. Singen auch noch. Aber singen darf man natürlich nur mit Musik. Genau das machen wir jetzt gleich mal. Zufälligerweise hast du ein Mikrofon. Zufälligerweise ist da ein Mikrofon vorbereitet, damit man dich auch gut hört. Und wir singen ein Lied, das hoffentlich jeder kennt. Also wir kennen es natürlich schon, aber ich gehe davon aus, dass das du auch kennst. In weißen Rüssel am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür. Ja, sehr gut. Und jetzt fügen wir das Ganze einfach nochmal zusammen. Das Tanzen und Singen. Tanzen und Singen mit der richtigen Choreografie, so wie wir es gelernt haben. Ja, grüß euch. Ich singe das. Hi. Hallo, fühlst du dich schon wie Peter Alexander? Ich bin Peter Alexander mittlerweile, ja. Ja, genau. Möchtest du zuschauen? Kannst du gern zuschauen, ja? Wir sind bereit, oder? Ja, jawohl. Dann stechen wir in den See. Dann können wir jetzt in den See stechen. Seid ihr bereit? Ja. Auf geht's. Los geht's! Im weißen Rössel am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür. Und ruft dir zu, guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen. Musst du dann einmal fort von hier, so tut der Abschied dir weh. Dein Herz, das hast du verloren, im weißen Rössel ab.